Willkommen zurück zu einer neuen Folge, beziehungsweise zu einem neuen Projekt in dem Falle. Wir wollen da mal mit The Following starten. Einer wie und Kaelin sind beide wieder mit dabei. Deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert, bis es hier mal wieder Folgen kommen. Hallo. Genau, Hola. Und dann starten wir mal, gucken uns das Intro kurz an und wir haben das tatsächlich auch schon mal einmal aufgenommen, nur leider hat sich dann das Programm wieder verstellt gehabt, ohne dass ich es gemerkt habe, und deswegen konnten wir halt die Aufnahme dann auch wieder wegschmeißen. Ich hoffe, diesmal geht's besser, zumindest sollte jetzt alles stimmen. So, dann starte ich tatsächlich mal nochmal ein neues Spiel. Oder kann ich, warte mal, ich kann dich nämlich nehmen. Nee, ich glaube, ich muss tatsächlich ein neues Spiel starten. Nee, warte mal. Erweitert. Das Spiel auf normal starten. Haben wir da schon 30% Story? Okay. Wir hatten, von vorne beginnen. Wir hatten 30% in dem Part gehabt, ja. Hm. Wir sind auch sehr weit gekommen. Also ich weiß nicht, wir sind ja schon weit gekommen. Ja, eigentlich. Ja, genau. Waren ja glaube ich 5 Folgen oder so, die wir gemacht hatten. Wie heißen die? Der Ausweg müsste die erste Quest sein, oder? Ja. Der Ausweg, ich erinnere mich. Das ist nämlich das, wo du ja den Weg rüber suchst. Genau. Einen Ausweg suchen. Ha. Hoffen wir das Beste, dass es auch mit dem Intro jetzt alles funktioniert. Du sagtest, er hat was gefaselt von Magie und was war das? Domestizierte Zombies? Er erzählte was von einer Gruppe Leute, die sich nicht infizieren, selbst wenn sie gebissen werden. Ja, im Delirium erzählt man viel. Er hatte diese Karte in der Hand, als wir ihn hierher gebracht haben. Oh, das sieht aus wie... ein Fluchtweg aus Harran. Uns geht das Antizin aus. Wir müssen jeder Möglichkeit nachgehen. Wir können nicht mehr warten, Crane. Nein! Weg! Geh weg! Ihr versteht das nicht! Die Mutter! Das spiele ich im Controller eigentlich. Ja, musst halt mal überlegen. Ah, okay, super. Das Intro ist halt leider nicht mit drin. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich das. Müsste ich halt, glaube ich, das komplett neu starten. Vielleicht schneide ich es nachher rein. Ich guck mal. Oder hab's halt dann reingeschnitten. Okay, dann solltet ihr mir jetzt theoretisch joinen können. Ja, ich bin tatsächlich schon unterwegs. Cool. Ich freue mich gerade richtig. Ein bisschen schnetzeln. Ich will ja machbare Gegner nach dem ganzen Fallout-Gemetzel hier. Oh ja. Okay, Kaelin ist da. Ich bin hier. Cool. Gibt nur noch der gute Einer. Jo. Ja, und also falls es mit dem Intro nicht klappen sollte, dann es ist halt, wir haben einen Verletzten gefunden, oder ich glaube hier die Dr. Lena hat einen Verletzten gefunden und der meinte halt, die hätten draußen außerhalb von Harran ein Dörfchen, wo Leute immun sind angeblich gegen das Zombie-Virus und das wollen wir uns jetzt mal etwas genauer anschauen. Gute ist, damit ich so ein schlechtes Erinnerungsvermögen habe, damit ich eigentlich das Weiße schon wieder voll vergessen habe. Ne, ich kann, also wie gesagt, ich kann mich zumindest noch ein bisschen, aber so lange ist es ja auch noch nicht her, muss ich ja dazu sagen. Ja, stimmt. Wie lange ist es her? 2 Wochen? 3?
Ja, sowas mit dem Dreh. Ja, ah gut, ich bewege mich ja gerade schon mal raus. Ich sehe auch tatsächlich gerade nicht, ob einer wie sich gemutet hat oder nicht. Nee. Sorry, genau. Ich war nur gerade weg. Genau. Also, du kannst mir joinen. Ich hatte jetzt zwar noch kein Intro. Ich gucke mal, ob ich das nachher reinschneiden kann oder irgendwie anders zusammenbastel. Aber wir versuchen dann gerade nochmal aus der Höhle hier rauszukommen. Cape the Cave. Du kannst ja, oder? Bist du unterwegs, Kalen? Ja, ich bin jetzt unterwegs. Sorry. Los, lauft! Tut doch mal was für euer Geld. Ja, ich bin schnell hier. Die guten Höhlenmalereien hier. Da. Boah, ich achte die ganze Zeit drauf, ob ich irgendwie nicht radioaktiv verstrahlt bin. Ja, ich auch. Die ganze Zeit auch auf das Geräusch davon. Fallout, Fallout! Was? Lena, hörst du mich? Genau. Ja? Was? Hä? Verdammt. Ich spiele zu viel Fallout. Oh, ich bin... Hör zu. Ah, hier sind wir. Ein einäugiger Patient hat nicht halluziniert. Es gibt einen Ausweg. Vielleicht stimmt auch das, was er über die sagte, die sich nicht verwandeln. Kannst du ihn fragen, wo ich nachsehen soll? Er ist heute Morgen gestorben, Kyle. Das Fieber. Ich fürchte, du bist auf dich allein gestellt. Lena. Sie. Echt schon Lena. Mal gut an. Wo bist du denn? Ich hatte vergessen, dass der Hook sich Zeit braucht zum Auffüllen nach zweimal benutzen. Ah. Wow, die Sprungkraft von meinem Typi ist echt enorm. Wo ich glaube, hier kommst du ja auch einigermaßen ohne Hook durch. Ja, mal was mochten. So. Erstmal chillen. Genau. Ich hab den Hammer der Gnade in meiner Hand. Ah ja, stimmt, dein schöner Hammer. Ich erinnere mich. Geronimo! Genau. So, das hätte auch noch eine Errungenschaft gegeben. Oh. Normalerweise. Das war knapp. Ja. Hier liegen Leichen. Ja, irgendwie wahrscheinlich waren die Fische, die halt hier rumgeleicht haben. Stimmt, da waren ja auch Fische. Ja. Alter, so entstehen also Leichen. Genau, ja. Das ist halt, wenn Fische leichen, dann bringen die halt Menschen um. Das weiß halt nur niemand. Das wird halt immer unter Verschluss gehalten. Was? War hier auf dem Ausguck nicht noch irgendwas Tolles? Nur Zeug. Oh, und eine Kiste zum Aufmachen. Mach die Kiste auf! Ja, Meister! Also, bin ich jetzt gerade zu blöd? Es geht maybe? Genau wie in Fallout. Gleiche Prinzip, was ich auch super, super angenehm finde. PC, hör mir genau zu. Da drüben, da liegen tote Menschen. Was? Ich sehe tote Menschen. The Shining. Habe ich noch nie gesehen, leider. Oh, halt, ja gut, die ist aber... Ich hab eine legendäre Waffe, die ist nicht stärker als die. Natürlich, ja, ja. Weil keine Waffe stärker ist, wie die, die ihr mir gebt. Hier, ich hab zum Beispiel das Genji-Schwert hier. Hi-yo, ha-yo, da! Ja, die ist halt auch... Baka-Peki-Ukuli! Es Machete. Es sieht aber aus wie das Genji-Schwert. Baka-Peki-Ukuli! ich könnte mich abrollen. Gute Nacht. Ich bin fürs Hattori Hanzo-Schwert. Ja. Moment, ich muss den Hammer ausrüsten. Kill Bill. So, und jetzt muss einer von euch vor mir rennen, damit ich slammen kann. Slam. Ja, müssen wir hier durch. Boah, das habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gemacht. Doch, das wollte ich gerade gar nicht. Sieht bewohnt aus. Mehr oder weniger. Hey. Ach, ich kann mit E kontern. Ja, ja, genau, das ist halt auch so. Das hier, also ich mich auch gerade wieder. Als ob ich während dem Laufen nicht meine Waffe reparieren kann. Ich kann sie nicht reparieren, weil sie. Oh. Was willst du? Mit jemandem reden, der hier was zu sagen hat. Ich komme aus Haran. Tatsache, bist du ein Schmuggler? Arbeitest du für diesen Betrüger? Ich bin kein Schmuggler.
Ich brauche Hilfe. Frag nach Yasir. Aber ich warne dich, wenn du klaust, schneiden wir dir die Hände ab. Und was war das jetzt? Ey, wir wurden einfach herteleportiert, oder? Ja, ja, ich war halt zu schnell, tut mir leid. Finde ich aber nicht schlecht eigentlich. Ja, ja gut, ich glaub, das ist... Ich glaube, bei diesen nicht skippbaren Zwischensequenzen ist das dann... Ich steck den aufs Dach. Dem könnte es sein. Nee, ich würde vermuten, das ist, weil du, weil das deine Story ist und wir das schon hatten. Nee, ich bin halt einfach, weil ich der Erste war, der hier war. Ich weiß nichts. Können Sie mir dann vielleicht sagen, wer etwas wissen könnte? Gehen Sie in die Scheune und fragen Sie nach Yasir. Ja, ja, ist okay. Hey, der gibt uns mal einen Tipp. Ich dachte, das hat er letztes Mal nett gemacht. Ich glaube, wir haben den das letzte Mal nicht angesprochen. aber ja, ich glaube, das war halt einfach, weil ich als Erster da bin und halt dann direkt diese Zwischensequenz gestartet wird. Und, Wollen Sie was? Haben Sie hier das Sagen? Ich brauche Hilfe. Sprechen Sie mit Yasir. Deswegen wurdet ihr halt dann dazu teleportiert. Dann mach auch Platz, wenn wir mit Yasir reden sollen. Das ist ein Arsch. Verpiss dich. Eski? Ich halt sie auf! Ich halt sie auf! Eski! Bleib stehen! Ich hab sie aufgehalten. Sehr gut. Na? 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 Achso, sie setzt sich bloß. Kann ich sie treten? ich wollte nicht stören, aber ich suche nach Yasir. Das bin ich. Aber wir haben nur Brot, falls du etwas zu essen willst. Nein, nein, ich will nichts zu essen. Ich bin aus Haran hergekommen, weil ich gehört habe, dass die Leute hier immun gegen den Virus sind. Dass sie sich nicht verwandeln, auch wenn sie gebissen werden. Ach ja? Und wer hat dir das gesagt? Ein Mann, der leider inzwischen tot ist. Dann hör ihm lieber weiter zu. Von mir wirst du auch nicht mehr erfahren. Verdammte Scheiße, warum hilft mir hier keiner? Der Virus frisst sich durch die Stadt. Menschen sterben. Und trotzdem lebst du noch. Nimm dir etwas Brot, mein Freund, und kehre nach Haran zurück. Ich bin hier eigentlich echt fies. So, ja. Typen haben ein leichtes Aggressionsproblem. Sie haben keine Aggression. Ein Vertrauensproblem ja eigentlich eher. Lena, hier ist Crane. Hörst du mich? Fuck, was für eine beschissene Einöde. Hey, du da, komm mal her. Komm mal du her. Komm schon, ich weiß auch nicht. Das kann mir nicht kommen. Ich bin auch nicht wie die anderen Bekloppten. Ja genau, ich meine euch, ihr Spinner. Dann gehörst du nicht zu denen? Warum jagen sie dich nicht davon? Weil ich mehr zu verkaufen habe als nur dröges Brot. Ich heiße übrigens Khan. Kyle Crane. Hey, du kommst aus Haran, oder? Wahrscheinlich bist du meinem optisch benachteiligten Bro begegnet. Du meinst den Einäugigen? Genau, Kurt. Wie geht's ihm? Naja, er hat's nicht geschafft. Das ist sehr schade. Aber keine Riesenüberraschung. Vielleicht kannst du mir ja helfen. Kurt behauptete nämlich, die Leute hier seien immun gegen den Virus. Weißt du was darüber? Ach, jetzt wo du es sagst, wüsste ich nicht, dass sich einer der Einheimischen hier verwandelt hätte. Diese Spacken sind in so einem abgefuckten Kult. Ihre Anführerin nennt sie... Früher war dieser Kult nur eine harmlose Tradition. Sie haben ihn nicht allzu ernst genommen. Ach, aber seit dem Ausbruch meinen sie es verdammt ernst damit. Überall kritzen sie Symbole hin und diese komischen Rituale. Ich glaube, sie beten sie an. Okay, aber warum verwandeln sie sich nicht? Sind die alle auf Antizin oder was? Hör mal, ich bin ja Unternehmer und könnte noch Hilfe gebrauchen. Wie wär's denn, wenn du bei mir reinsteigst, als Partner? Willst du was kaufen? Freaks. Partner, wie soll das gehen? Naja, du willst Infos und da gehört nicht mehr unter uns Wald, bräuchte ich einen Fahrer mit etwas Grips. Ich könnte dir was zeigen, das dich weiterbringt, aber zuerst brauchen wir einen fahrbaren Untersatz. Ein Fahrzeug? Hier draußen? Wo soll ich das denn herzaubern? Du könntest dich mal bei der nächstgelegenen Farm umsehen. Und hey, nicht allzu auffällig, okay? Erstmal eine Karre organisieren. Ja, ja. So, sollen wir dann nochmal als Wettkampf das Ganze machen? Ja.
XP für die Leute. Genau. Und ich glaube, du kriegst ja auch eine Errungenschaft, wenn du, glaube ich, an 10 Wettkämpfen teilgenommen hast oder so. Ja, das haben wir bereits. Ja, gut. Hätte mich gewundert, wenn wir das noch nicht geschafft hätten. Ja, ich glaube, ja. Bei mir war. Ich habe es aber auch das letzte Mal gerade erst geschafft. Ach so. Boah, hier sind echt viele. Ja, irgendwie schon. Geht mir aus dem Weg hier, finde ich nicht nett hier. Als ob. Ich war gerade zu blöd hier rumzuklettern, ey. Ah, genau, und jetzt beim Banditenaußenposten langsam. Diese Info hast du vergessen? Und vielleicht versuchen zu. Dings. Gleichen. Ja. Stealthy, ja, ich weiß. Das fängt ja gut an. Okay, das war sauknapp. Ja, ich bin am Ding festgehangen, ja. An der Mauer. Was ist? Hä? Ich hab nicht geschossen. Okay. Ja! Ich bin so gut wie tot. Dann wir holen dich gleich. So. Na komm. Komm, ja, da hinten noch. Cool. Ich bin schnell. Du hast doch keine Ahnung. So, alle fit? Ja, sieht gut aus. Auf hier rum zu schreien, dankeschön. Bitte nicht schreien, wir wollen ja ein ruhiges Let's Play machen. Ja, genau. Ein ruhiges Sagten und gemütliches. Sie. Sagten sie mit den Waffen in der Hand. Ich drücke es auch die ganze Zeit Q, um den Was-Modus zu aktivieren. Ja, tatsächlich ist es bei mir jetzt nicht so schlimm, weil ich einen Controller in der Hand habe. Ja. Den Was-Modus? Den, bei Fallout kannst du halt so einen Zielmodus einstellen. In früheren Fallout-Teilen war es halt so, dass du damit dann die Zeit gestoppt hast. Ach so, und dann hast du automatisch zielen können. Genau, und so, und jetzt ist es halt so, dass du, dass du dann zumindest mal die Gegner an, dass du halt weißt, wo die Gegner sind. Quasi ist halt ein Auto-Aim. So ein Arzt-Scan da auch. Ja. Und ich wollte halt gerade gucken, ob wo noch ein Gegner ist. Unsere Autos benötigen Benzin. Ja, ich glaube, das müssen wir auch noch irgendwo finden. Ja, das ist hier irgendwo drinnen bestimmt. Okay, ich mach mal die. Stimmt, hier war eh relativ viel zu. Looten, ja. Oh nee, nicht einsteigen, wie komme ich wieder raus? Ah, so, wusste ich doch. Ja, ich bin aber auch gerade eingestiegen, aber es hat sich auch nicht so wirklich viel getan. Okay, eine heftige Machete und Kaffee. Kaffee. Kabel. Ah, da ist noch eine Kiste. So, stimmt. Eine Kiste. Oh, hier ist das Teil. Ah. Oh ja, hier war, glaube ich, echt eine ganze Menge erstmal. Genau, schon Benzin gab es dann bei den Wagen soweit. Also ich habe hier eine Mod gefunden in dem Schrank hier. Ja. Lady, danke. Ach du Scheiße, das ist dann echt viel. Gefühlt kann man auch alles nicht finden. Das hat eine Wii aufgemacht. No. Okay, hier ist ein Schloss drin. Oh, hier auch noch. Dass im Spiel noch immer so viel Loot sein muss. Ja, ja. Aber hier kannst du wenigstens ja alles mal mitnehmen. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Ja, das stimmt. Klebeband. Ich sollte, glaube ich, jetzt echt langsam mal aufhören mit den Vergleichen.
So, was haben wir? Premium-Zigaretten. Ein anderes Premium-Zeug. Premium-Kosmetiktasche, jetzt bin ich wieder hübsch. Yay! Dann können wir endlich mal wieder mit dir weitermachen. Oh. Yay, endlich können wir mit dir auf die Straße gehen. Genau. Schämen wir uns nicht mehr ganz so sehr dafür. Ihr wollt wirklich mit mir rausgehen? Zu freundlich. Ja. Irgendeiner muss doch die Rechnung bezahlen. Oh wow. Ja, darfst halt so zweimal im Jahr darfst du aus dem Keller raus. Weiß es nicht, aber ich glaube, ich bin hier nur der Geldbeutel. Der Geldbeutel. Nein! Wir sehen nicht nur Dollarzeichen, wenn wir dich angucken. Ja, zum Glück haben wir den Euro. Macht nix. Dollarzeichen ist das internationale Zeichen für Geld. Jetzt. Ja, Genji-Schwert. Es wird halt echt immer nur Dollarzeichen, zumindest häufig Dollarzeichen verwendet. Ja. Geschenke, ja. Bin ich sogar, sehe ich gerade. Ach nee, komm, loot nur weiter. Hier ist ein Klebeband. Also ohne Scheiß, mit dem Zeug, was wir hier finden, da können wir uns doch schon unser eigenes Auto zusammenbauen. Wo ist MacGyver, wenn wir ihn mal brauchen? Ja, ja. Aber also bei mir ging es, wenn ich einfach hinten ans Auto gegangen bin und dann halt auf F gedrückt habe, hat der es automatisch nachgefüllt. Ja, genau. Das hat halt Benzin eingefüllt. Also ich persönlich lasse eigentlich alle meine Waffen liegen. Ich könnte sie zwar verkaufen, aber die sind... Ihr wisst, die sind... Verwerten. Ja, aber dann müsste ich sie immer wieder verwerten. Das ja. Nein. Aber es gibt doch nur Metallteile, oder? Ja. Ich glaube, Metallteile habe ich mittlerweile mehr als genug. Das stimmt. Ja, ich auch. Also Metallteile brauche ich nun wirklich nicht. Ja. Aber es wäre gerade an der Zeit, die Folge zu beenden. Dann können wir die nächste Folge noch ein bisschen weiter looten und dann fahren wir wieder zurück. Das passt gerade ganz genau. Gut. Genau. Perfekt. Jo. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.